Der VfL Pirna Kopitz in der Fußball-Landesliga wird präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Aufatmen im Willi-Tröger-Stadion. Der VfL Pirna Kopitz beendet seine Sieglosserie und schlägt den BSC Rapid Chemnitz mit 2:0. Nach zuletzt 4 Spielen ohne Dreier gibt es für die Lila-Weißen endlich wieder einen Grund zum Feiern. Nach den vergangenen Wochen ist es uns ja nie leicht gefallen. Auch personell hat man viel zu kämpfen. Aber das Positive, was heute war, wir waren eine Truppe auf dem Feld. Der VfL ist von Beginn an die aktivere, spritzigere Mannschaft. Dadurch ergeben sich immer wieder vielversprechende Spielzüge. Die Zielstrebigkeit ist da, nur die Zielgenauigkeit geht den Hausherren wie hier noch zu oft ab. Von den Gästen kommt in dieser Phase wenig Furchteinflößendes. Erst ein unnötiger Ballverlust im Kopitzer Mittelfeld sorgt für Gefahr. Steilpass auf Luis Geider, schnelle Finte, Abschluss, der Querbalken rettet. Bei denen ging der Ball an die Latte und wieder raus. Unsere ging an die Unterlatte und rein. Und das war so ein bisschen das Matchglück, was wir heute hatten. Deswegen ja, können wir zufrieden sein, dass wir das Glück auf unserer Seite hatten heute. Gemeint ist diese Szene in der 28. Spielminute. Nach einer schönen Seitenverlagerung landet der Ball bei Reck. Der tänzelt, wackelt mit der Hüfte, streichelt den Ball und schließt im richtigen Moment eiskalt ab. 1:0 für die Hausherren und 4. Saisontreffer für Pirnas besten Torjäger, der einmal mehr mit gutem Einsatz vorangeht. Gerade ich als Spieler, der aus der 19 jetzt erst hochgekommen ist, da kann man viel mitnehmen und ja, wir arbeiten jede Woche und ich versuche mich jede Woche zu verbessern. Und das scheint dem 19-Jährigen aus Kaupa derzeit tatsächlich gut zu gelingen. Seine Beharrlichkeit bringt ihm die erste Startelf-Nominierung im Herrenbereich ein. An erster Linie war erstmal wichtig, dem Jungen die Chance zu geben. Er war auch jetzt die letzten Wochen sehr fleißig im Training, das muss man auch mal dazu sagen, hat er sich verdient. Und es gab ja die Woche auch eine kleine Sitzung innerhalb der Truppe, wo wir gesagt haben, speziell die Jungspieler sind jetzt auch gefragt. Und da müssen wir natürlich als alte Spieler auch vorne weggehen und die pushen. Beinahe hätte dieses Pushen sich ausgezahlt. Wieder geht es über die rechte Abwehrseite der Gäste. Doch Ele, wie der Youngster von seinen Mitspielern gerufen wird, fehlt die Genauigkeit im Abschluss. Ein Lob vom Trainer gibt es trotzdem. Ja, sehr gut. Ne? Letzte Woche sein erstes Tor gemacht. Und heute versucht, dort die Bälle festzumachen. Hat gekämpft für die Mannschaft. So erwarte ich das von jungen Spielern. Chance genutzt, würde ich sagen. Auch nach dem Seitenwechsel drückt nur der VfL. Aber noch will der Ball, wie hier beim Versuch von Tom Krellmann, einfach nicht über die Linie gehen. Ein erneuter Angriff über die Mitte wird dann zum Knackpunkt im Spiel. Pass in den Strafraum auf Florian Kerger, der umkurft den Keeper und wird gelegt. Schiedsrichter Stefan Gärtner trifft die richtige Entscheidung und zeigt auf den Punkt. Elfmeter für den VfL. John Benedikt Henschel übernimmt die Verantwortung und schweißt den Ball in der 58. Minute zum 2:0 ein. In den anschließenden Minuten verpassen es die Hausherren gleich zweimal, den Deckel vollends drauf zu machen. Sowohl der agile Kerker als auch Reck scheitern am Schlussmann der Chemnitzer. Auch dessen Gegenüber kann sich in der Schlussphase noch einmal auszeichnen. Bei einem strammen Schuss muss Ron Wochnik jeden seine 193 cm Körperlänge aufbringen, um den Ball um sein Gehäuse zu lenken. Danach ist Schluss. Und die Freude über den verdienten Heimsieg, vor allem bei einem besonders groß. Wir hatten zwar viele gute Chancen, aber eben auch viele Dinger liegen lassen. Aber im Endeffekt heute mein erster Startelf-Einsatz, freue ich mich natürlich sehr. Und auch, dass wir gewonnen haben, super Sache. Am kommenden Wochenende geht es für die Lila-Weißen zum SSV Markranstädt. Beim nächsten Heimspiel am 12. November gastiert die SG Taucher 99 im Willi-Tröger-Stadion. Bis zum nächsten Heimspiel. Der VfL Pirna Kopitz in der Fußball-Landesliga. Freundlich unterstützt von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.